Andi und Michael aus München, das kennen unsere Gäste bereits schon, denn die beiden jungen Burschen, die stellten sich zum ersten Mal bei Achim Menzel den NWDR-Zuschauern vor. Eure Meister, das sind Alfons Rummel und Georg Schwenge, von denen habt ihr ja auch was gelernt, so wie ihr auf eurer neuen CD vermerkt habt. Was lernt man jetzt von den Meistern? Das Wichtigste war, dass sie uns von Anfang an mit auf die Bühne genommen haben und die Gelegenheit gegeben haben, vom Publikum zu spielen, weil man hat ja dort doch sehr viele Hemmungen. Und das motiviert aber auf der anderen Seite auch, dass man dann wieder bestrebt ist, weiterzumachen. Ihr spielt ja nicht nur auf der steirischen Harmonika, sondern alle Instrumente bei euren Tonaufnahmen spielt ihr selbst ein. Wer von euch beiden spielt nun was? Also ich mache neben der steirischen nur das Knopfakkordeon und Midi-Bariton. Und ich habe auf der CD das Kontrabass und die Gitarre drauf gespielt. Und hat sich das Zirchduo Andi und Michael nun schon mal überlegt, ob sie vielleicht beim diesjährigen zweiten Harmonika-Hansel in Wernesgrün auch mit antreten werden? Also wir schauen, wenn es möglich ist, melden wir uns gern an und wir sind ganz positiv gestimmt. Na, darauf freuen wir uns doch schon.